Was zuletzt geschah. Wir töten einen Ritter. Ja, ja, heute wird der Ritter geschlachtet, meine lieben Freunde. Da geht er down. Is it going? Und ich hab den Nether Star. Nice. Und dann habe ich im Nether zweimal, einfach einen freaking Strider besattelt gefunden und geritten von einem Zombie Piglin mit einer Walked Fungus on a Stick. Vielleicht ist der hier noch irgendwo. Das ist zu wild. Ja, da ist er, guck mal. So, ich bin wieder da. Da ist der Zombie Piglin mit der Fungus, Walked Fungus on a Stick auf dem Strider. Da ist er. So, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zurück zu Minecraft Project Survival zusammen mit dem Skystormer 23. Hallo. Hallöchen. So, heute müssen wir mal ein bisschen Villager-Kram machen. Ja, und ich kümmere mich hier um diesen neuen Durchgang, der hier auf Camera schon ein bisschen entstanden ist. Bin ich jetzt ein bisschen den Boden am Designen, beziehungsweise am Umdesignen. Weil mir meine Idee von vorhin doch nicht ganz so gut gefällt. Und dann sollten wir das eigentlich recht schnell in dieser Folge abpacken, und wirklich viel mehr will ich in dieser Folge auch nicht machen. Es sei denn, es kommt zu spontanen Zwischenfällen. Aber ich denke nicht. So, ich muss hier irgendwas für einen Villager-Zwischenraum bauen. Ich glaube, die Katze ist immer noch da. Oh Gott. Im Zwischenraum graben wir da in die Seite rein. Wo? Lassen es dann doch lieber so, diesem längsgezogenen Schachmuster. Und jetzt wird sich um die Wände gekümmert. Lasst mich mal überlegen, wie stelle ich das an. Ich habe eine Idee. Die Frage ist nur, ob das aufgeht. Ich lasse jetzt hier einfach mal die Steinsäge, weil ich die hier draußen am besten gebrauchen kann. So. Ich brauche Granit, jede Menge. Dann werde ich brauchen Cleanstone, jede Menge. Und dann, gucken wir mal, was sich da denn so Schönes ergibt. Ach, was war das denn? Legen wir los. Und zwar... Legen wir los, genau.
Ja, so denke ich. Dann da. Dann machen wir das so. So und so. Und dann lass mal gucken. So, maybe. Ist das hier oben zu machen? Aber da die Stacking raus ist das Problem. Wenn es jetzt ein bisschen seltsam aussieht. Vielleicht noch ein bisschen grob und unstrukturiert aussehen, aber das wird sich dann schon bessern, denke ich mal. Ja, wobei jetzt eh, wenn man das so machen würde, theoretisch. Und hier vielleicht noch so. Vielleicht den hier so irgendwie so ein bisschen. Oh, sieht gar nicht so verkehrt aus, theoretisch, actually. Okay, lassen wir das mal so. Und dann geht's weiter. Was ist denn, wenn wir das jetzt immer so machen? Das ist so und so und so. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3. Okay, legen wir einfach mal drauf los und gucken mal, wie wir denn so bei rumkommen. Weil actually... Da und da braucht es, glaube ich, gar nicht. Denn ich habe was Spezielles vor hier, und zwar möchte ich da wie würde das aussehen? Theoretisch kann man das eigentlich machen. Psst, drauf gekackt. Und dann machen wir es einfach so und so und so und... Ich glaube, ich habe so eine kleine Vorstellung. Etwa das aussehen könnte, so mehr oder weniger. Lass mal schauen, lass mal schauen. Jetzt mit diesem hier noch ein bisschen kombinieren und dann den hier machen. So, Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Sieht gar nicht so verkehrt aus, wie ich anfangs dachte. Das ist da und da wieder. Und da. Dann wieder hier und hier. Und da. Und dann, das werde ich, denke ich, vielleicht. Vielleicht soll ich das auch zuschütten. Muss ich mal gucken. Actually bringt der Durchgang ja nicht viel. Vielleicht soll ich das noch irgendwann zuschütten. Dann machen wir das jetzt einfach mal so. Dass ich jetzt einfach mal weitermache.
Wäre das da? So. Jetzt mal gucken, wo wir denn hier so hinkommen. Jetzt weitermachen, wie endet das dann? Okay, ein bisschen ungünstig. Ich habe Fehler gemacht, den ich auch gemacht habe, wie vorhersehbar, aber das ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass es sich trotzdem nicht ausgeht. Das habe ich eben gemeint mit, ich mache solche Sachen lieber auf Cam und statt eine Folge dafür zu verschwenden, wie ich hier rumgrübeln bin, wie ich das Zeug am besten mache, bis es endlich gut aussieht. Okay, was ist aber, wenn ich das so mache? Müsste es eigentlich theoretisch gehen, wenn ich jetzt nicht komplett dumm bin. Was ist das, wenn ich das jetzt immer hier in der Mitte dieses Musters mache? Das Bodenmuster, das heißt einmal quasi so. Dann wiederum hier. Quasi immer zwei Blöcke zwischen den Säulen. Den roten frei sind so, ne? Dann wieder hier. Easy. Ah, nice. Das hätte ich das Achievement noch nie zuvor gemacht. Willkommen zurück. Sondern. Jawohl, sind wir ja. Du kleiner Hu. No brainer, kann das say that word hier. Wie ich sie hasse. Wie ich diese kleinen, elendigen Bastarde hasse. Jedes Mal, immer wenn man gerade was baut, kommen sie daher und denken. Ich bin lustig und mach alles kaputt. Ich hasse sie. Ich hasse euch! Genau. Meine verdammte Fresse. Ich hol mal kurz jede Menge Dirt. Irgendwie so ist es gewesen zuvor. Da bin ich natürlich nicht so viel Dirt dabei. Nice. Ja. Weiter geht's. So. Gut. In dieses Boot. Als nächstes die Wände. Das ist doch nicht da. Entschuldigung, muss ich jetzt aufpassen, was ich tue, denn ich habe gerne
5, 6. Bootita Fahrt Nummer 2. So, da so eine kleine Tür reinmachen, somehow. Ich glaube, einsperren muss ich die Villager nicht, weil ich denke jetzt nicht, dass da jemand reingeht und Villager klaut. Bist du dir sicher? Ne, Spaß, Spaß, Bruder. Bei einer Person bin ich mal da nicht ganz sicher. Das ist ein richtig nerviger Brecher Brax teilweise sein. Ich doch nicht. Ich habe gehört, dass der hier auf dem Server auch unter anderem ist. Bei dem bin ich mir tatsächlich unsicher. Genau, hier so. Genau, auf der anderen Seite haben wir hier aber auch leider keinen Platz für eine Redstone-Schaltung, die ein komplexes Zahlenschloss beinhaltet, also geht das schon mal nicht. So. Genau, okay, das... 5 neue Boote für 5 neue Villager, habe ich gehört. Das haut schon mal hin. Doch, so kann man das, denke ich, machen. Okay, gut. Ich hab eine Idee. Jetzt weiß ich, wie ich das anstelle. Passt auf. So. So sieht das Ganze doch schon mal ganz interessant und nice aus. Verlangt er einen ganzen Stack Emeralds für einen ganzen Stack Six für einen Emerald? Das ist ja unfassbar. Ja, das ist mir heute auch schon aufgefallen. Aber auch nur deswegen, weil irgendjemand muss den geschlagen haben. Weil sonst hätte er sein Angebot nicht verdoppelt. Die machen das, wenn du sie schlägst, dann werden sie sauer auf dich. Ja, das ist wirklich. Das ist mir klar. Ich sehe das schlechtere Angebot. Aber wer hat den Villager geschlagen? Also ich war es definitiv nicht. Ich auch nicht. Ich tue nur Gutes für die Villager. Ich sperre sie in Cobblestone-Räume ein. Ich verpflichte sie, mit einem anderen, mit einem Fremden Kinder zu zeugen. Ich schmeiße sie mit Karotten an. Ich halte sie in Booten gefangen. Bin doch ein ganz netter Mensch, oder nicht? Könnte man sagen.
Was machst denn du hier drin? Hackt's eigentlich noch? Wo sind wir denn hier? Der Durchgang wäre jetzt fürs Erste fertig. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden damit. So wie sich das hier entwickelt hat. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Was wäre denn jetzt, wenn ich theoretisch noch das hier mache? Das Skelett hierher? Das widerspricht jeder Art von Logik. Der Keller ist hier dann einfach immer noch nicht. Es tut mir leid, es ist aber so. Lassen wir das erstmal so. Das sieht gar nicht so verkehrt aus, finde ich. So. Gut. Und da. Da ist ein Kartentisch, Kollege. Arbeite. Empty Map. Hat er mehrere Arten von Trades? Empty Map. Ja doch, also eigentlich, ich weiß, dass du bei dem Maps für Ocean Monuments und ja, Open Mansions. Genau. Genau. Das ist hier. Ja, warte ab. Siehst du dann, wenn es fertig ist? Das kann das. Aha. Okay. Warum ist, auch immer. Du wirst schon sehen, es hat einen höheren Sinn, den du momentan noch nicht verstehst. Aber das sieht schon mal sehr nice aus. Ich würde die Glowstones mit Falten abdecken. Ja, habe ich mir auch gedacht, dass ich das vielleicht mache, aber ich muss noch gucken, ob das dann gut aussieht. Würde ich Shroomlights verwenden. Ja. Ich bin kein großer Freund von Glowstones. Ich schon. Muss ich ganz offen sagen. Ich mag Glowstones. Ich mag Glowstones auch. Aber der am Streamlight sind besser. I like this, but damn, this is better. Ey, was machst du hier drin? Wer hat dich eingeladen zur Hausparty? Niemand, stirb. Boah, 4 Enderperlen hat er gedroppt, Alter. Ehrenmann. 4? Ja. Mit Looting 3, weißt du? So. Wo war ich? Ach, genau. Was kommt da rein? Was brauche ich jetzt noch? Ah, stimmt. Das hier. Das ist also der Kartograf zu wenig. Ist in erster Linie ein... Hast du gekündigt? Natürlich ist es zu wenig. Gib mir einen guten Grund, dich nicht auf der Stelle wegzublasen. Oder kann man zufällig... Komm, gehst her. Nein. Och, du elendiges Vieh, ne? Das geht nicht. Nix. Wenn du jetzt in den oberen Stock hochgehst. Das darf doch nicht wahr sein. Da gehst du nicht rein. Das darf hier, nicht wahr sein. Da ist dein Platz. Geh hinein.
Du wirst nach Hause gehen und dein Leben überdenken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich sagte, du wirst nach Hause gehen und dein Leben überdenken. Es funktioniert! Lol. Ich bin ein Jedi. Lol. Ja, dein Leben überdenken ist nicht wirklich dein Ding. Ne? Gut, hier kommt besser hin, dann kann er doch auch nicht mehr hoch. Das Ganze ist nordwestlich von meiner Position. Was wäre erledigt? Alles, was jetzt noch zu tun ist. Westlich. Ist, Das ist in die Richtung, nicht in die andere. Das ist nicht die Menschen, die ich gefunden habe. Okay. Vielleicht ist es ja die, die ich gefunden habe. Stell dir vor. Alles, was jetzt noch zu tun ist, ist hier die Decke ein bisschen. Die ist aber nicht nordwestlich von unserer Base, oder? Nordwestlich. Nordwestlich. Liegt sie in der Nähe des Meeres? Oder direkt ich weiß Meer? Es nicht. Ah, okay. Nee, ich glaube nicht direkt. Keine Ahnung. Es ist schwer auf der Karte zu erkennen, aber ich schätze mal, die strichlierten Bereiche sind Meer. Oder Wasser. Das kann ich dir jetzt leider auch nicht mehr genau sagen. Aber nordwestlich war meine nicht. Nice. Und da wäre das Werk endlich vollendet. Nach einer viel zu ewig dauernden Folge. Gut. Hätten wir das geschafft. Und dann, meine lieben Freunde, würde ich sagen, wäre es das von meiner Seite. Spannend, wie ich das schaffe, dieses Video hier zusammenzuschneiden, denn das hat wieder überlendet. Ein bestimmter Villager kann sich nachher auf eine ordentliche Tracht Prügel einstellen. Ist das dieselbe Menschen, die du schon mal gefunden hast? Oh ja. Genau. Nice. Er hat mich abgezogen um 24. Halbte. Ui, das ist aber nicht gut. Das Schlimmere ist, dass er seinen eigenen Meister betrogen hat. Ui. Das ist Hochverrat. Und sollte je nach Enttäuschungsgrad mit dem Tode bestraft werden. Okay. Ja, alles gut, meine lieben Freunde. Wenn euch das Video dann gefallen hat und ihr euch nicht zu sehr gelangweilt habt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Schaut auf jeden Fall auch beim guten Wolix vorbei, denn nicht nur bei mir, nein, sondern auch bei ihm gibt es auch ganz viel Haha und auch jede Menge Hoho und manchmal sogar ein bisschen Hihihi. Und dann, ja, bis zum nächsten Video. Haut rein.
und tschüss. Ciao.